Sie möchte endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren. Jutta Speidel, 69, hat bisher ihren perfekten Deckel nicht gefunden. 1984 heiratete die Schauspielerin den Holzkaufmann Stefan Feuerstein, aber nach 7 Jahren trennten sich ihre Wege. Zuletzt führte die ehemalige The Masked Singer Kandidatin eine Fernbeziehung mit dem italienischen Schauspieler Bruno Macalini. Seit 2013 geht Jutta als Single durchs Leben, doch das soll sich jetzt ändern. In der Promi-Ausgabe von A First Dates, ein Tisch für zwei, will die 69-Jährige der Liebe eine zweite Chance geben. Mit Hilfe von Gastronom Roland Trette, 52, sucht sie nach einem passenden Lebensgefährten. Wie erfolgreich ihre Suche verläuft, erfahrt ihr ab dem 29. Januar auf Vox. Die Folge ist sogar eine Woche früher auf RTL und verfügbar. Aber Jutta ist nicht allein auf der Suche nach der großen Liebe in dieser Dating-Show. Auch die Schauspielerinnen Tina Ruland, 57, und Mariella Ahrens, 54, lassen sich auf ein Blinddate ein, genau wie der unter uns Star Lars Steinhöfel, 37. Zudem hoffen die Bestseller-Autorin Nicolette und der Comedian Tan Salah darauf, dass beim Dinner der Funke überspringt. Seid gespannt auf Liebe, Lachen und vielleicht sogar ein bisschen Magie ab dem 29. Januar auf Vox.